Hallo und herzlich willkommen zum sechsten Tag der Industry Forward Expo. Mein Name ist Leopold Bochtler und mein nächster Gast auf der Industrial Solution Stage ist der Frank Jüngst, Senior Sales Manager Green Hydrogen bei ABB. Hallo Frank, du wirst uns in deinem Vortrag mit dem Titel Gleichstromversorgung für effiziente Wasserstoffproduktion ein bisschen was über Wasserstoffproduktion und wie ABB einem da weiterhelfen kann erzählen. Ja, dann auch ein herzliches Willkommen von mir und einen schönen guten Morgen. Ja, wie der Leopold schon gesagt hat, mein Name ist Frank Jüngst aus dem Hause ABB. Ich habe seit ungefähr 30 Jahren in meinem Berufsleben jetzt ausschließlich mit elektrischer Antriebstechnik zu tun. Ja, seit Januar diesen Jahres kümmere ich mich um das Thema Wasserstoff, DC Powerpreiseversorgung im Hause ABB. Was heißt das eigentlich genau? Ich sagte ja gerade, ich habe mein ganzes Leben elektrische Antriebstechnik gemacht. Und jetzt verwenden wir im Prinzip nur noch halbe Drives. Dazu komme ich aber später. Zunächst würde ich gerne einfach ein paar Informationen geben, warum Schlüsselelement für die Energiewende. Was heißt denn überhaupt die Energiewende für uns oder was sind die Voraussetzungen? Ich glaube, wir merken alle, insbesondere seit dem 24. Februar, dass die Themen Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Umweltverträglichkeit sehr, sehr wichtig sind. Und dafür spielt Wasserstoff eine entscheidende Rolle. Wenn wir uns dazu mal die nationale Wasserstoffstrategie anschauen, bildet sie so die Voraussetzung, um die Klimaziele 2030, darunter auch die Erderwärmung, am besten auf 1,5 Grad zu stoppen. Dazu bildet diese nationale Wasserstoffstrategie eben die Voraussetzung. Die Wasserstoffstrategie ist aus 2020, das muss man dazu sagen. Auch alle weiteren Studien, die ich hier in den Präsentationen habe, sind aus 2020. Da hat sich sicherlich das eine oder andere aufgrund der aktuellen Situation, den Weltgeschehnissen etwas geändert. Aber dennoch ist das eine gute Basis, ein guter Grundstein, auf dem wir jetzt erstmal aufbauen wollen. Wenn man sich anschaut, der Wasserstoffbedarf in Deutschland, also bevor ich mit der Titelseite weitermache, gehe ich einfach noch auf ein paar Zahlen ein. Der Wasserstoffbedarf in Deutschland für 2030 hatte man auf ungefähr 90 bis 110 Terawattstunden geschätzt. Dafür war in der nationalen Wasserstoffstrategie vorgesehen, ungefähr ein Fünftel dieses Bedarfs abzudecken mit einer Erzeugungsleistung von 5 Gigawatt, die man eben installieren wollte oder installieren möchte und auch fördert. Unter der Annahme von 4000 Volllaststunden entspricht dies einer Wasserstoffproduktion von circa 14 Terawattstunden. Also auch hier sieht man schon, man hat ungefähr ein Fünftel mit diesen 5 Gigawatt nur abgedeckt. Diese 14 Terawattstunden Wasserstoffproduktion, dafür würde man in Deutschland ungefähr, nicht nur in Deutschland, dafür würde man aktuell ungefähr 20 Terawattstunden Energie benötigen. Das heißt, auch hier sieht man wiederum, der Wirkungsgrad der Wasserstoffproduktion ist noch nicht sehr hoch. Wir liegen hier bei circa 70%. Das kann man jetzt verteufeln. Ich sage auf der anderen Seite immer, fahren Sie aktuell mal durch Deutschland und wenn Sie über die Autobahn fahren und sehen, dass in Windparks nur 2 von 12 Turbinen laufen und die anderen abgeschaltet sind, weil wahrscheinlich die Grundlast zu hoch ist, aber der Wind vorhanden ist. Überall dort könnte man natürlich auch mit einem Wirkungsgrad von 70% hervorragend Wasserstoff erzeugen und auch speichern. Vielleicht nur Abschluss, eine Zahl auch aus 2020, aus einer Studie gefunden vom Fraunhofer-Institut. 2020 hat Deutschland ungefähr 504 Terawattstunden an Energie benötigt. Ich habe neulich gelesen, mittlerweile liegen wir bei über 600 Terawattstunden. 2020 war davon grüne Energie ungefähr 225 Terawattstunden. Auch hier sieht man so das Verhältnis, wenn wir von 14 Terawattstunden Erzeugung mit 5 Gigawatt sprechen, zu dem Verhältnis, was Deutschland braucht. Also da ist noch ein Riesenbedarf. Auch vielleicht hier abschließend noch eine Zahl. Ich habe neulich in einem anderen Vortrag, wo ich Zuhörer war auf einem Kongress, gehört, wenn man das Gas, was jetzt nicht mehr durch irgendwelche Pipelines strömt, ersetzen müsste, bräuchte man hier zusätzlich aus Wasserstoffproduktionen circa 275 Gigawatt. Also immense Zahlen. Und von daher ist Wasserstoff definitiv ein Schlüsselelement für die Energiewende. Jetzt schauen wir uns nochmal an, was ist denn überhaupt der Wasserstoffregenbogen? Der Wasserstoffregenbogen, der Leopold hat so schön in meiner Anmoderation gesagt, Senior Sales Manager Green Hydrogen. Also wir wollen uns natürlich gerne oder am liebsten auf
grün erzeugte Wasserstoffenergien konzentrieren. Grün heißt definitiv aus erneuerbaren Energien. Deswegen sieht man auch hier wunderbar in dem Regenbogen die grüne Farbe. Und das Ziel ist natürlich, bis 2050 komplett auf fossile Energie zu verzichten. Fossile Energien, das sage ich, glaube ich, auch nichts Neues, wären grau, braun oder schwarzer Wasserstoff, also Erdgas, Braunkohle, Steinkohle, all das, was wir heute haben. Dazwischen gibt es noch einige andere Sachen, wie Bioenergie, Kernenergie, spielt auch in den Tagen aktuell wieder eine Rolle oder ist ein Thema. Fossile Energieträger mit Carbon Capture Storage, das heißt, auch hier gehe ich später nochmal drauf ein, durch Dampfreformierung abgespaltenes CO2, was eingespeichert wird. Aber unser Ziel ist definitiv die grün erzeugte Wasserstoffproduktion. Wo stehen wir denn heute, wenn wir uns das anschauen? Heute sieht man erstmal zwei Dinge. Mehr als 90%, und das ist sehr interessant, 90% des Wasserstoffs, der hergestellt wird, hierzu muss ich auch wieder sagen, das ist die eChem-Studie aus 2020, mehr als 90% des Wasserstoffs, der aktuell hergestellt wird, wird aus fossilen Brennstoffen hergestellt. Und auch hier habe ich in einem anderen Vortrag neulich gehört, die 10%, die hier wirklich grün hergestellt werden, die 10% aus erneuerbaren Energien generierter Wasserstoff werden ungefähr nur 30% von der Industrie momentan eingesetzt aufgrund der hohen Preise. Man sieht es hier mal grob, fossile Brennstoffe, ein Kilo Wasserstoff kostet ungefähr 1,5 Euro. Bei fossilen Brennstoffen mit Carbon Capture Storage liegen wir bei ungefähr 2 Euro und über erneuerbare Energien liegen wir bei 2,5 bis 5,5 Euro. Also ich gehe eher momentan an die obere Grenze und sage immer zwischen 4,5 und 5 Euro ist die Erzeugungskosten für ein Kilogramm Wasserstoff. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Gas und alles wird auch teurer, daher wird dieser Preis auch mittlerweile angestiegen sein. Wie gesagt, das ist aus 2020. Man nähert sich dem Thema an, aber leider nähert man sich dem Thema momentan vermehrt noch von nach oben an durch die fossilen Brennstoffe, als dass man das günstiger machen kann, die erneuerbaren Energien. Welche Möglichkeiten haben wir in der Wasserstoffwirtschaft heute? Die Wasserstoffproduktion gibt es im Prinzip im Wesentlichen aus zwei Teilen. Wir haben einmal die Elektrolyseverfahren angesprochen, das heißt aus Kohle, Wind, Sonne. Ja, Kohlekraftwerke, natürlich würde hier auch Kernenergie oder sowas noch eine Rolle spielen. Windkraft und Sonne durch Photovoltaik. Alternativ gibt es dann die Dampfreformierung oder Dampfspaltung. Dort wird auch durch fossile Energie eben dieser Prozess ins Leben gerufen oder in Betrieb genommen. Und die Abscheidung des CO2 geschieht dann zum Beispiel in alte Minen oder unterirdisch. Ist so ein Mittelding zwischen grüner Energieerzeugung und fossiler Energieerzeugung, da man das CO2 speichert. Aber wir fokussieren uns heute und konzentrieren uns heute auf die Elektrolyseverfahren und am liebsten natürlich mit dem Ziel grüne Energieversorgung, sprich Wind und Sonne. Dazu habe ich mal mitgebracht ein bisschen was aus der Chemie. Ich bin kein Chemiker, sage ich ganz ehrlich, habe mich mit dem Thema erstmalig wieder beschäftigt, als ich das Thema Wasserstoff begonnen habe. Das Einzige, was mir bewusst geworden ist, als ich da mal nachgeschaut habe, ist, dass Wasserstoff im Periodensystem ganz oben links steht, das leichteste Atom. Und das ist so das Einzige, was ich mitgenommen habe. Ich bin auch kein Experte in den Prozessen, aber man muss ganz klar sagen, es gibt drei heute wesentliche Prozesse der Elektrolyseverfahren für Wasserstoff. Das ist der alkalische Prozess, kurz AEL genannt. Das ist das PEM, das Proton Exchange Membran Elektrolyse. Und das ist das Solid Oxide Elektrolyseverfahren, kurz SOEC genannt. Bei allen Verfahren kann man im Prinzip davon ausgehen, dass wir Zellen haben. Das sieht man hier mal so ein bisschen in der Skizze. Wir haben kleine Zellen, das kann man sich so vorstellen, das sind wie kleine Batterien. Die haben in der Regel, eine Zelle hat in der Regel eine Spannung so bei 1,6 bis 1,8 Volt, habe ich gelernt. Diese Zellen schaltet man im Prinzip in Reihe wie eine Reihenschaltung von Batterien und damit addiert sich die Spannung. Somit ergeben sich von den sogenannten Stacks, ein Stack besteht aus mehreren Zellen, so ergeben sich eben die Spannungswerte, die man an einen Stack anlegen muss.
Und das kann durchaus bei 400-500 Volt beginnen und kann aber auch bis 1500 Volt Spannung gehen, je nach Stack-Hersteller. Und mehrere Stacks parallel geschaltet ergeben dann ein Modul und mehrere Module ergeben ein System. Um ein paar Beispiele zu nennen, die ich so auf dem Markt kennengelernt habe, ist es häufig vertreten, dass man 5-Megawatt-Stacks hat. Zwei 5-Megawatt-Stacks ergeben dann eben ein 10-Megawatt-Modul und 10-Megawatt-Module ergeben dann ein System oder eine Anlage mit zum Beispiel 100 Megawatt, die auch gerade einige in Planung sind in Deutschland. Wenn man sich mal die Verfahren anschaut, die Betriebsbedingungen heute, dann sieht man sehr schnell. Man muss dazu sagen, die AEL oder ALK, also alkalischen Stacks, sind die weitverbreitetsten zurzeit. Wenngleich ich auch neulich in einer Studie vom Fraunhofer-Institut gesehen habe, dass 90% der geplanten Anlagen noch nicht entschieden sind, ob man Alkaline Stacks, PEM Stacks oder SOEC Stacks einsetzt. Trotzdem, die meisten Anfragen, die wir so bekommen und die wir bearbeiten, ist im Moment auf der Basis von Alkaline Stacks, gefolgt von PEM, und SOEC sehe ich als ein sehr starkes Zukunftsprojekt. Auch hier sieht man mal so ein bisschen die Unterschiede der Systemeffizienzen. Alkaline Stacks haben 50 bis 78% Systemeffizienz. PEM Stacks liegen da schon etwas höher. Der SOEC Stacks, auch die Zahlen stammen aus der ICAM-Studie von 2020, die mögen mittlerweile besser sein, waren dort noch nicht so hoch. Aber man muss auch klar sagen, der Vorteil von SOEC Stacks zum Beispiel wird zukünftig sein, man braucht wesentlich weniger Strom. Und sie bauen auch wesentlich kleiner. PEM-Stacks liegen da so irgendwo in der Mitte. Die Investitionskosten, kann man hier unten auch sehen, sind heute noch sehr unterschiedlich. Das sind, wie gesagt, die Zahlen aus 2020. Das Ganze unterliegt natürlich auch jetzt zum Teil mit Edelmetallen, insbesondere im Bereich mit PEM und SOEC. Und da bin ich nicht ganz sicher, wie die Kostenentwicklung dort in den letzten Monaten war. Aber grundsätzlich, das sind die drei Haupttypen, die eingesetzt werden. Und man hat ein klares Ziel, PEM und SOEC-Stacks bis 2050 sehr intensiv weiterzuentwickeln. Und ich glaube, mittelfristig oder langfristig werden die auch einen großen Anteil von den Alkaline-Stacks übernehmen. Ja, aber man sieht auch hier schon, es geht wieder um Kosten, um Energieeffizienz und so weiter. Und wir haben auf Basis der IRENA-Studie von 2020 in ABB eine interne Analyse gemacht. Wie können wir aus dem Hause ABB dazu beitragen, die Kosten zu senken? Was kann bei der Wasserstoffproduktion, wo wir noch einen sehr hohen Range haben, was die Kosten angeht, was kann dazu beitragen, diese Kosten zu senken? Also das Kostensenkungspotenzial durch die Stromversorgung, mal ganz platt gesagt. Und da sehen wir hier, rot gekennzeichnet, das ist so ein Anteil, den wir schätzungsweise als Kosten senken können. Darüber gibt es natürlich auch noch Kostensenkungspotenzial eben in der Entwicklung der Stacks. Dazu muss man so ein bisschen die Leistungselektronik verstehen, die dahinter steckt, und die möchte ich mal so kurz anstreifen auf einem einfachen Niveau. Es gibt dort verschiedene Varianten. Wenn wir heute über Umrichterlösungen sprechen, also die klassischen Frequenzumrichter, die Motoren antreiben, wenn man davon nur den Einspeisungsteil nimmt, dann hat man entweder eine Diodeneinspeisung oder bei Umrichtern heute eben auch eine IGBT-Einspeisung. Darüber hinaus gibt es die klassischen Thyristorgeräte, die man schon früher hatte. Ich sage ganz ehrlich, in meinem Berufsleben bin ich früher nie groß auf Thyristor gestoßen. Erst seit dem Thema Hydrogen kümmere ich mich auch um Thyristorgeräte und muss sagen, ein sehr interessantes Thema. Und deswegen auch heute nochmal diesen Hintergrund schaffen. Es gibt Diodeneinspeisungen, die nicht steuerbar sind, leiten den Strom in eine Richtung. Kennen Sie von jedem Netzteil für ein Handy, ein Gleichrichter drin. Es gibt die Thyristor, über ein Gate-Signal wird er gesteuert, damit mache ich eine Phasenanschnittsteuerung, verhält sich im Prinzip wie eine Diode, wenn es angeschaltet ist, aber man sieht hier unten mal diese Phasenanschnitt, die klaut dem Sinus immer so ein bisschen Spannung und darüber regle ich die Spannungshöhe. Und es gibt natürlich die modernen Verfahren, die IGBT-Verfahren, die eben über eine sogenannte Pulsweitenmodulation, das ist die Grundlage dafür, im Prinzip das Signal nachbilden über ein Modulationsverfahren. Einer der großen Vorteile, hier schon genannt von den IGBT-Verfahren, sind keine aktive Oberschwingungskompensation und keine Blindleistungsverluste. Und da gehen wir auch gerade mal auf die Blindleistungsthemen ein. Ein klassisches Bild, unser liebes Feierabendbier. Das gesamte Bier stellt die sogenannte Scheinleistung dar.
die elektrische Leistung, die wir bezahlen. Das ist das Bier, was wir komplett bezahlen. Und wir haben eine reine Wirkleistung hier unten. Viele Elektriker oder Elektroniker kennen dieses Bild aus ihrem Berufsleben. Und hier oben eben den sogenannten Blindleistungsanteil. Ja, ein Bier ohne Schaum ist kein Bier, heißt es immer. Dennoch ist es natürlich aus unserer Sicht wichtig, die Blindleistung zu vermeiden, die elektrische, denn das ist die elektrische Leistung, die wir im Prinzip verlieren. Sie verrichtet keine nutzbare Arbeit, die Verbrauchskapazität des elektrischen Systems sind gerade aktuell auch Themen, ganz wichtige Themen, wenn man über E-Autos und all diese Themen spricht. Was passiert mit der Blindleistung? Weil das ist Leistung, die irgendwo im Weg ist. Was macht diese Leistung? Ja, im Extremfall, wenn ich zu viel Oberschwingungen habe, dann kann das Ganze am PC zu Bildschirmflimmern führen, das kann zu Flackern führen, das könnte zu Ausfällen am Fernseher führen, bis hin zur Zerstörung der Geräte. Was ist eine Oberschwingung? Eine Oberschwingung ist, wenn man es mal einfach darstellt, eine in der Wellenform von 50 Hertz, die wir hier sehen, ein Vielfaches. Ja, das heißt, wir sehen hier eine Oberschwingung der fünften Ordnung, das heißt 5 mal 50 Hertz, also 250 Hertz, die ist hier grau dargestellt. Das heißt, wir haben hier im Prinzip die Oberschwingung drauf und das ist das, was wir natürlich versuchen oder nach Möglichkeit vermeiden wollen. Oberschwingungen können, wie ich eben schon sagte, Geräte zerstören. Ja, man kann das hier an der klassischen Glühbirne sehen. Oberschwingungen können Erhitzungen für Erhitzungen sorgen an Transformatoren, an Kabeln, an Klemmstellen und so weiter. Hier mal mit einer Wärmebildkamera aufgenommen. Also alles unerwünschte Dinge, die man nicht haben möchte. Ein THDI-Wert, Total Harmonic Distortion Strom, 45%, kann zu 16% mehr Verlustleistung führen. Das ist einfach hier mal versucht darzustellen. Ja, geringe THDI-Werte, Gesamtverzerrung der Stromoberschwingung steigt und die Verluststeigung steigt damit und man sieht, sie steigt nicht linear, sondern die Kurve geht hier steiler nach oben. Also auch das ist ein Thema, weil das ist das Thema, was man eben vermeiden möchte und wo man eben aufpassen muss. Und das ist gerade wichtig bei den drei vorhin genannten Punkten, Thyristorgeräte, Diodengeräte oder IGBT-Geräte. Es gibt Möglichkeiten, diese Oberschwingungen zu reduzieren oder gar zu kompensieren. Die erste Variante ist das sogenannte Mehrpulsverfahren. Da kommen wir später zu. Nutzt die Phasenverschiebung, um Oberschwingungen zu kompensieren. Das heißt, wir haben hier im Mehrpulsverfahren einen THDI-Wert üblicherweise von 6 bis 10%, je nachdem, wie man das aufbaut. Ja, im Prinzip ist das so, ich habe eine Schallquelle und ich habe Gegenschall und der resultierende Schall wird etwas geringer. Die zweite Variante ist der Passivfilter. Nutzen eine Drossel und Kondensatoren zum Filtern einzelner Oberschwingungen. Das heißt, ich kann an Anlagen sogenannte Passivfilter schalten, die eben dann zum Beispiel einen THDI-Wert unter 10% drücken. Das heißt, man sieht es hier so ein bisschen dargestellt in Form eines Tiefpassfilters. Diese Oberschwingungen kann ich rausfiltern. Oder ich kann dieses eben beseitigen durch einen sogenannten Aktivfilter. Das ist das, was wir mit einem IGBT-basierten Gerät machen. Erzeugen die gleiche Oberschwingung in der entgegengesetzten Phase. Das kennen wir auch so, deswegen hier dargestellt, wenn wir so einen In-Ear-Button haben mit diesem Noise-Canceling. Das heißt, es wird direkt an der Stelle genau eine Gegenschwingung erzeugt von der Schwingung, die wir gemessen haben. Diese drei Methoden haben wir und da möchte ich jetzt nochmal ein bisschen drauf eingehen. Wenn wir zum Beispiel Konfigurationsbeispiele haben mit Thyristorgeräten und da fängt es jetzt an und wird spannend, wenn ich Anlagen heute baue, wenn ich einen Elektrolyzer irgendwo installiere, dann habe ich immer das Thema Kosten, dann habe ich dieses Thema Oberschwingung, ich habe dieses Thema Cosinus Phi, an dem ich eben aufpassen muss. Und wir sehen hier eine einfache Darstellung, 6-Puls-Thyristorverfahren, einfachste, kostengünstigste Lösung. 6-Puls-Verfahren haben aber leider einen THDI-Wert von 36%. Ist trotzdem kein Punkt, wo ich sage, das muss ich verteufeln. Wenn ich eine Industrieanlage habe, die schon besteht und ich erweitere und vielleicht schon Kompensationsanlagen vorhanden sind, dann kann man eben einfach schauen, ob ich die nutzen kann. Andere Varianten sind sogenannte 12-Puls-Verfahren. Die kann man ausbauen bis 24-Puls-Verfahren. Hier mal dargestellt 12-Puls mit jeweils 3-Wickler-Transformatoren. Das heißt, indem ich die eben an einen Trafo hänge mit 3 Wicklungen,
dann kann ich hier auf den Parallelschaltungsweg entweder in Reinschaltung des Decks oder Parallelschaltung des Decks, je nach Anforderung 500 Volt, 10 Kiloampere oder 1000 Volt, 5 Kiloampere zum Beispiel. Allein durch die Schaltung und die Installation des Gesamtsystems, und das ist wichtig, darauf möchten wir hinweisen einfach, durch die entsprechende Installation zum Beispiel den TRDI-Wert von einem 6-Puls auf ein 12-Puls-Verfahren wechseln und drücken auf kleiner 9%. Das Ganze kann man ausbauen mit 5-Wickler-Transformatoren und je nach Leistungsgröße bis zu 24-Puls-Verfahren, wo man dann eben auch das Ganze auf eine Größenordnung von 6-7% reduzieren kann. Die anderen Konfigurationsbeispiele sind die sogenannten IGBT-Beispiele oder Diodenbeispiele. IGBT auch hier wieder als einfachstes Verfahren dargestellt und das effizienteste Verfahren. Man muss aber auch dazu sagen, ist eben das teuerste Verfahren. Drückt den TRDI-Wert auf Werte kleiner 3%. Man sieht hier relativ einfach, ich habe hier einen ganz normalen Trafo. Ich habe eine, wir nennen das ISO, Inverter Supply Unit, also eine Einspeisungseinheit, die auf Basis von IGBT aufgebaut ist, mit denen ich eben über die Modulation das Ganze regeln kann, die Gegenschwingung erzeugen kann und damit mein Stack in verschiedenen Spannungshöhen eben versorgen kann. Alternativ gibt es die Möglichkeit einer ISU, das ist das gleiche wie hier, mit einem DC-DC-Wandler zu versorgen. Bei uns heißt der DC-DC-Wandler DDC. Dort kann ich eben die Spannungsbereiche noch weiter nach unten ziehen, bis in Bereiche, wo ich es eben mit einer einfachen IGBT-Schaltung nicht erreichen könnte. Alternativ, und da haben wir auch mal die Darstellung einer 24-Puls-Variante, eine einfache Diodenschaltung, wo eben in der Einspeisung die Dioden nicht geregelt sind. Hier habe ich einen festen Wert. Dort brauche ich dann am Ausgang immer einen DC-DC-Wandler, um eben die Spannung variabel zu gestalten. Das Ganze hat aber hier an dieser Stelle eben das Thema, dass wir hier eine 24 oder wieder die 36% TRDI-Werte hätten bei einer Einfachschaltung. Deswegen hier mal dargestellt mit 4 Geräten parallel geschaltet zum 24-Puls-Diodenschaltung. Und damit komme ich auch wieder auf einen THDI-Wert von kleiner 6%. Also was ich damit sagen möchte ist, wir müssen unbedingt immer schauen, wenn ich Anlagen installiere, wo installiere ich sie? Baue ich eine Neuanlage? Wenn ich eine Neuanlage baue, dann macht es natürlich immer Sinn zu sagen, okay, was sind meine Anforderungen an das Netz? Wenn die Anforderungen ans Netz hoch sind, dann kann man von vornherein über IGBT-Lösungen nachdenken. Wenn ich bereits in einem installierten Industrieumfeld was baue, dann sind oft Kompensationsanlagen vorhanden. Man kann schauen, ob man die erweitern kann. Und dann macht es unter Umständen durchaus Sinn, mit einem DCS 880, also einem thyristorbasierten Gerät bei uns, ranzugehen und dann diese TRDI-Werte zu kompensieren. Ja, ebenso kann man natürlich auch bei Neuanlagen schauen und sagen, wie kann ich die Anlage aufbauen? Habe ich die Möglichkeit, von vornherein die Trafos mitzubestimmen, ein 5-Wickler-Trafo zu nehmen und unter Umständen bis zu 24 Puls aufzubauen. Damit habe ich dann auch relativ niedrige TRDI-Werte. Hinzu kommt, dass ein thyristorbasiertes Gerät, und das ist momentan auch eine große Diskussion im Markt, eben eine ganz, ganz geringe Verlustleistung hat. Man sieht hier, wir haben einen geringen Platzbedarf mit 4.500 kW pro Quadratmeter. Das heißt, das ist einfach nur darauf zurückzuführen, dass die Geräte so eine geringe Verlustleistung haben. Die liegt natürlich bei einem IGBT-basierten oder diodenbasierten Gerät etwas höher. Von daher muss man immer schauen, was brauche ich, was mache ich, ist meine Anlage vorhanden, baue ich was neu auf, wenn ich es neu aufbaue, wie kann ich Einfluss nehmen, kann ich die Trafos mitdimensionieren, wenn ich die Trafos mitdimensionieren kann, dann kann ich durchaus auf thyristorbasierte Lösungen gehen. Wenn ich das nicht kann, wenn die Sachen vorhanden sind oder ganz, ganz harte Anforderungen an den Oberschwingungsbedarf bestehen, dann muss ich eben auf IGBT-basierte Lösungen gehen. Wir haben versucht, das mal kostenmäßig darzustellen. Das heißt, wie schon eben gesagt, IGBT-Gerät ist einfach, Kosten sind aber hoch. Die Oberschwingungen sind gering, es ist von der Komplexität her einfach, aber ich habe die höchsten Kosten. Wenn ich es einfach machen kann, und die Oberschwingungen nicht so eine hohe Rolle spielen, kann ich auf ein Thyristorgerät gehen. Das ist die günstigste Variante und die kleinste. Auch man sieht es auch in der Gehäusegröße. Ich sagte ja eben 4.500 kW pro Quadratmeter. Die kleinste und einfachste Lösung. Allerdings muss ich mir die Oberschwingungskompensation anschauen. Wo muss ich hin? Was brauche ich? Daraus kann man, wie eben erwähnt,
mit komplexeren Installationen, Varianten aufbauen. Thyristor 6 Puls ist auch noch recht günstig mit Filter, Thyristor 12 Puls, wenn ich mit Einfluss nehmen kann auf den Trafo, bis hin zur Dirote oder Thyristor Lösung mit 24 Puls. Wird ein bisschen komplexer, wird von den Kosten her, je nachdem, muss man sich eben anschauen. Ja, was ist die Alternative? Wir haben eine interne Studie gemacht, da wir im Portfolio beides haben, Thyristor-basierende Lösungen und IGBT-basierte Lösungen. Ich sagte ja eingangs schon bei der Erklärung der Zellen, Module, Stacks und Module, dass man im Prinzip immer Stacks parallel schaltet zu einem Modul. Sowas sehen wir hier mal schematisch dargestellt. Und was wir jetzt untersuchen und untersucht haben, ist, dass man einfach sagt, ich habe eine Thyristor-basierte Lösung, zum Beispiel hier für 1, 2, 3, 4 Stacks. Ja, das sind zwei Module, dann 10 Megawatt, sind 20 Megawatt und die anderen 20 Megawatt mache ich IGBT-basiert. Und die IGBT-basierten Geräte kompensieren eben den Blindleistungsanteil der Thyristor-basierten Geräte. Und damit kann ich eine gute Mischung aus oder eine gute Balance finden aus Oberschwingungen, aus Verlustleistung, Blindleistungskompensation und eben aus den Kosten. Und das kann man variabel aufbauen. Ich kann sagen, ich baue nur ein Gerät Thyristor, alle anderen mit IGBT. Ich baue, wie hier dargestellt, halbe-halbe oder ich baue nur ein Modul mit IGBTs auf und kann man eben entsprechend berechnen. Und damit kann ich natürlich die ganze Anlage entsprechend auf die Anforderungen an das Netz optimieren und kann Volumen reduzieren durch kleine Baugrößen, Verlustleistungen reduzieren, also die gesamten Lifecycle-Kosten eben entsprechend optimieren. Das Ganze haben wir uns mal angeschaut als hybride Lösung, wie wir es nennen, in der Simulationsstudie für 200 Megawatt Aufbau. Man sieht hier den Thyristor, die IGBT-Lösung und die Hybrid-Lösung. Und man sieht ganz klar, der IGBT ist momentan die teuerste Lösung. Das ist aber auch die sauberste Lösung. Darf man nicht verheimlichen. Das ist die sauberste Lösung, aber es ist auch die teuerste Lösung. Die Hybridlösung, oder gehen wir erst zur Thyristor-Lösung. Hier sieht man, da ist ganz entscheidend, wie hoch die Kompensation der Filtereinrichtung ist. Wenn ich auf die verzichten kann oder die gering machen kann, dann wird es eine sehr günstige Lösung. Je nachdem, wie viel ich hier vorhanden habe, was ich installieren muss, wie ich es installieren kann, 6 Puls, 12 Puls, 24, das spielt hier ein Faktor. Und damit kann ich natürlich dann die Gesamtkosten, die Lifecycle-Kosten eben entsprechend reduziert über das Thyristor-Gerät. Und aus unserer Sicht optimal für die Zukunft wird sein die Hybrid-Lösung. Dass man eben sagt, okay, ich nehme das Beste aus beiden Welten und habe dort die Möglichkeit, meine Anlage optimal aufzubauen. Ja, was bieten wir in dem Zusammenhang komplett an? Ich habe jetzt nur über die Produkte gesprochen. Natürlich bieten wir Ihnen das auch als Package an, als Systemlösung. Da mache ich jetzt noch ganz klein ein bisschen Werbung rein. Das heißt, vom Transformator über den Frequenzumrichter oder das Thyristor-Gerät installiert in einem Container bis hin zur Kühlung. Natürlich gibt es auch Motoren und Prozessleitsysteme und andere Komponenten im Hause ABB, um eine Gesamtanlage aufzubauen. Wir hatten jetzt eben nur den Fokus auf die Elektrolyseverfahren und dort bieten wir natürlich neben der einfachen Komponente Thyristor, Diode oder IGBT-Lösung auch den Transformator, das Ganze eben ja von der Mittelspannungsseite über den Transformator, ich nenne es mal den Rectifier, hin bis zu den Busbars, zu den Kupferschienen an den Elektrolyseur, das Ganze unter Umständen in den Container eingebaut, um eben damit auch Package-Lösungen anzubieten. Ja, damit bin ich durch, im Schnelldurchgang. Aber ich glaube, ich habe ein bisschen Zeit überzogen und bin jetzt nun offen für Question and Answers. Genau, vielen Dank erstmal. Ich würde dann gleich mit den Fragen auch beginnen, damit wir da möglichst noch alle reinbekommen, die währenddessen reingekommen sind. Ich fange gleich mal an. Gibt es schon eine ausreichende Infrastruktur für den Speicher und Transport von Wasserstoff, dass sich die Nachfrage jetzt um ein Vielfaches erhöhen wird? Kann ich leider so nicht beantworten. Ich habe jetzt von einigen Projekten dazu gehört, aber das ist nicht mein Fokus und deswegen kann ich die Frage, leider so nicht beantworten. Okay, vielen Dank.
Dann die nächste Frage ist, kann ich die DC Power Supply Lösung ganz einfach in mein bestehendes System integrieren oder benötigt es hier bestimmte Anforderungen? Im Prinzip kann man die erstmal in bestehende Systeme integrieren, aber man sollte immer sich anschauen, was habe ich für Transformatoren, welche Spannungen habe ich, ganz wichtig, wie ist das Ganze aufgebaut. Und dann muss man entscheiden, was habe ich für Anforderungen ans Netz. Habe ich hohe Anforderungen über die TDI-Werte oder sind die Anforderungen nicht so hoch? Und da entscheidet man dann, nehme ich ein Thyristorgerät oder ein IGBT-Gerät. Thyristorgerät definitiv die günstigere Variante. IGBT-Gerät wird dann etwas komplexer und teurer, aber bietet natürlich dann die gesamte Lösung. Okay, vielen Dank. Dann die nächste Frage. Müssen bei der Arbeit mit Wasserstoff nicht auch höhere Sicherheitsstandards eingehalten werden aufgrund von erhöhter Explosionsgefahr? Wie lösen Sie dieses Problem? Arbeiten Sie hier mit Partnern? Wir haben jetzt da keine erhöhten Standards. Ja, wir beliefern oder wir installieren in dem Zusammenhang ja nicht die Gesamtanlage. Ja, wir bieten Package-Lösungen, aber die Package-Lösungen dienen rein dem Elektrolyseur-Hersteller, dem OEM. Was er für Sicherheitsstandards hat zusätzlich, die kenne ich nicht, aber wir haben dadurch zurzeit keine erhöhten Anforderungen. Vielleicht eine kurze Anmerkung, wenn wir so viel Zeit haben. Ich habe neulich gelesen, dass der Wasserstoff gar nicht so explosiv ist. Ich bin kein Chemiker, nochmal, aber der Wasserstoff wird erst explosiv in Verbindung mit Sauerstoff. Reiner Wasserstoff, habe ich gelesen, ist gar nicht so gefährlich. Ja, das Okay. habe ich, aber das ist nur eine kleine persönliche Anmerkung. Die fand ich ganz spannend. Ja. Ja, auf jeden Fall. Dann komme ich auch schon zur letzten Frage, die bezieht sich auch auf deine letzte Folie, die kam jetzt noch rein. Übernimmt ABB die gesamte Integration des Systems, falls Interesse für eine beschriebene Komplettlösung vorherrscht? Ja, wir haben natürlich die Möglichkeiten. ABB ist aufgeteilt in diverse Divisionen. Ich bin von dem Geschäftsbereich Motion. Wir bieten Package-Lösungen. In der Package-Lösung übernehmen wir die Gesamtverantwortung von, ich sage da häufig, Cable to Cable. Das heißt, von der Mittelspannungseinspeisung über den Transformator mit dem, nehmen wir es, mit der DC-Powerplace-Versorgung bis hin zum Electrolyzer-Busbars. Das bieten wir komplett an. Dann nehmen wir natürlich auch da die Inbetriebnahme und die Verantwortung für, ganz klar. Alternativ gibt es natürlich mit unserer Division von der Prozessautomation die Möglichkeit, auch solche Anlagen komplett zu bauen. Ja, also auch die bauen natürlich Komplettanlagen auf, planen die, bieten dort weitere Möglichkeiten wie Prozessleitsysteme und so weiter, wenn da Interesse besteht. Also wir arbeiten da eng zusammen, kooperieren dort miteinander und tauschen uns dort aus. Wenn die Komplettanlagen bauen, zum Beispiel, bieten wir denen diese Produkte, die brauchen die Produkte ja dafür an. Wenn wir Anfragen haben, die habe ich auch häufig, um eine Komplettanlage zu machen, dann gehe ich zu meinen Kollegen von der Prozessautomation und dann stimmen wir uns dort ab. Also dort gibt es beide Möglichkeiten. Okay, gut. Dann bedanke ich mich bei dir, Frank, dafür, dass du dich jetzt noch dir Zeit genommen hast für die Fragen. Und ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauer, wie immer fürs Zusehen und wünsche noch viel Spaß auf der restlichen Industry Forward Expo.